Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Dumm und Dümmer Box von Ötigang. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dumm und Dümmer von Ötigang, das Ganze am 29. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist ein neues Album der Ötigang, um genau zu sein, von Felix Krull und Nicky Nice. Das Album hört auf den passenden Namen Dumm und Dümmer, am 29. Mai erschienen. Und wir haben hier die entsprechende Box dazu. Die Box ist eher flach gehalten in Blau und Weiß, also ganz schlicht so eine Kartonbox mit weißem Aufdruck. Ötigang lesen wir hier. Ansonsten hier wirklich alles komplett in Blau gehalten. Und was mich sehr überrascht hat, als ich die Box dann entgegengenommen habe, die Box kam ohne Folie. Dementsprechend habe ich schon mal reingeschaut. Und wie ich dann feststellen musste, ist in dieser Box das Album nicht drinnen. Also das Album gibt es wirklich nur digital. Und diese Box ist ja mehr oder weniger so eine Fanbox mit Merchandise. Aber wie gesagt, keine Musik, kein Album drinnen leider. Gut, wir schauen mal rein. Das ist der Karton von innen in diesem klassischen Braun. Und dann haben wir hier diverse Sachen. Wir haben hier einmal ein Schlüsselband. Dann gibt es ein Shirt. Einen Flaschenöffner und ein Poster. Ja, mehr ist hier nicht drin. Meines Wissens gab es auch mit etwas Glück in diversen Boxen auch noch so eine Maske, also so einen Mund-Nasenschutz in Blau mit weißem Ötigang-Aufdruck. Aber wie ihr sehen könnt, war in meiner Box dieser nicht dabei. So, wir haben hier einmal das Shirt. Ich würde sagen, mit dem starten wir auch gleich. Und zwar haben wir hier ein Shirt in der weißen Variante, also ein weißes Shirt. Dann der blaue Aufdruck hier auf der Brust, ganz klassisch hier Ötigang. Auf der Rückseite ist das Ganze blank weiß, also hier gibt es keinen Neckprint oder ähnliches. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Fruit of the Loom Value Weight in der Größe S. Es gab diverse Größen zur Auswahl. Ich muss sagen, als ich dann bestellt habe, war leider M und L schon vergriffen. Deswegen habe ich dann in diesem Fall zu S gegriffen. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Gar nicht so einfach zu finden. So, was steht hier? Hergestellt in. Aber es ist so klein gedruckt, dass ich es echt nicht finde aktuell. Hergestellt in und dann sind hier 1000 Sprachen. Aber ich kann jetzt... Ah, oh ja, hier ganz unten Marokko. Hergestellt in Marokko. Gut, Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier mit dabei ein Schlüsselband. Das kommt hier in Blau und Weiß. Ist hier einseitig, also auf der Außenseite, bedruckt mit dem klassischen Ötigang-Schriftzug. Dann haben wir hier oben so eine schwarze Metall, so einen Metallverschluss, so einen Clipser. Da kann man es entsprechend aufmachen. Dann unten auch nochmal so eine schwarze Metallschnalle. Kann man natürlich hier das Teil abmachen. Und hier vorne haben wir dann auch noch einen Metallkarabiner, um den Schlüsselbund oder Tourpass, was auch immer, einzuhängen. So. Ein Flaschenöffner ist mit dabei, der kommt hier mit so einem Schlüsselring. Kann man sich dementsprechend einen Schlüsselbund machen. Hier lesen wir auch wieder Ötigang. Das Ganze hier in Metall, in Blau. Wie gesagt, damit kann man wunderbar Flaschen aufmachen. Unter anderem Oettinger. Und als letztes haben wir hier noch ein Poster. Das ist zusammengerollt. Was mich nur etwas stört, ist, dass das hier mit einem Klebestreifen zugemacht wurde. Ja, das ist natürlich bei Postern jetzt nicht so gut. Das hätte man vielleicht auch einfach mit einem Gummiband lösen können. Schauen wir mal kurz, ob wir das irgendwie
so runterbekommen, dieses Klebeband. Und das ist dann das Poster. Also, wir haben hier die Interpreten, Nicki Nice, Felix Krull, Dumm und Dümmer der Albumtitel. Und dann haben wir die zwei Herrschaften hier auf der Parkbank sitzend. Links Nicki, rechts Felix. Auf der Bank steht auch noch Vorsicht, frisch gestrichen. Und das Ganze kommt im Hochformat in so einer... Ich werde mal kurz irgendwas oben drauflegen, damit das befestigt ist. Ich hier das Messer. So, dann kann man das hier besser ansehen. Und zwar ist das Ganze in so einer Optik wie so ein Filmplakat. Denn wir haben hier unten auch noch die ganzen Beteiligten, die hier an dem Album mitgewirkt haben. Und hier lesen wir dann auch noch Coming Soon, May 2020. Ja, Poster im Hochformat, wie gesagt, erinnert mich sehr stark an so ein Filmplakat. Rein so von der Optik, von der Gestaltung. Und die Rückseite ist weiß, also das Poster ist einseitig bedruckt. Auf dem Album selbst, auch wenn es leider Gottes physisch nicht dabei ist, gibt es insgesamt 11 Tracks und wir haben auf dem Album Features von den 257ers, Favorite und Frank Weiß. Ja, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann das Schlüsselband in Blau und Weiß. Den Flaschenöffner und natürlich das Shirt, das Oettingen-Shirt. Jawohl, das alles. In dieser Box, Dumm und Dümmer von Nicki Nice und Felix Krull. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Felix Krull und Nicki Nice bzw. die Oettingen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.